Ja, hallo zusammen, schönen guten Morgen. Wir sind hier in Olpe am Bahnhof, sind gerade angekommen, fahren heute hier unseren Radweg oder unsere Radtour auf dem Bergischen Panoramaradweg. Heute dabei Manni. Ja, und meine Wenigkeit. Ja, wir sind gerade angekommen und jetzt regnet uns ganz ordentlich. So, wir werden jetzt die Regensachen direkt überziehen und dann schauen wir mal, wie sich das heute entwickelt mit dem Regen. Geplant ist eigentlich, dass wir im Zelt übernachten. Ja. Gucken wir mal. Alles klar, Manni? Alles startklar? Wir stehen hier am Bahnhof. Manni hat sich ein neues Navi geholt. Ja, bin ich mal gespannt, ob du damit klarkommst. Keine Ahnung. Ja, wir haben schon direkt die Regenklamotten übergezogen. Hose und Helmschutz. Mein Navi sagt in die andere Richtung. Ja, witzige Geschichte, genau vor 3 Jahren, auch glaube ich zu der Zeit, haben wir hier gesessen und unsere Frühstückspause gemacht auf dem Ruhr-Siegweg damals mit Tommy zusammen. Und schon damals waren genau die Enten da und haben geschimpft, als wir hier gesessen haben. Also die haben sich kein bisschen geändert. Guck mal, wie lange der Himmel blau bleibt da oben. Aber erstmal muss der Regen aufhören. Ja. Werden wir das auch schon mal. Hier rechts? Ist das denn richtig? Dann wird das wohl richtig sein. Ja, fängt gut an. Die schöne Radstrecke geht hinten links rum. Wir biegen aber rechts ab und fahren hier den Schotterweg. Aber das ist unsere Strecke, das muss richtig sein, ne? Ja. Vor allem, kommst du, pass auf mit der Tasche am Stacheldraht, Manni. Sehr eng hier. Ja. Lidl erstmal ein bisschen mit Brötchen eingedeckt und werden gleich, wenn wir am höchsten Punkt angekommen sind, erstmal eine kleine Frühstückspause machen. Oh. Gucken wir uns mal an, ne? Ja. Ich hätte den Ort nicht hützen, merkt.
Oh, Höchstgeschwindigkeit. Ach gut, jetzt kannst du drauf sitzen. Hä? Kann man drauf sitzen. Ja. Ja, gehört sogar zu der Gaststätte dabei, Michael. Ach so. Das ist der Sitzbank von der Gaststätte. Das ist ja witzig, ne? Ja. Und ist leider zu, Michael. Ah, schade. Ah! Tunnel! Der ist ganz schön lang, der Tunnel! Ja, das ist schon nicht schlecht. Und hier drin ist ganz schön kühl. Ah, das Ende ist in Sicht. Das sieht doch so aus, wie das, was wir wollten. Eine Bank wollten wir doch. Also eine Bank wollten, und du wolltest doch eine Sonne haben, ne? Und Sonne haben wir, Manni. Ja. Da kommt sie gerade raus. Und wie der Thorsten immer sagen würde, Manni, Sonne, Bank. Eine Bank. Wasser. Wasser fehlt. Na, wir haben genug Wasser von oben, oder? Ja. So, erste Pause. Und was gibt's Besseres an der ersten Pause? Das geht nicht fett. Genau, Buddy. Und dann wollen wir mal. Du wolltest ja der nächste Sponsor werden. Ups, ein Tropfen daneben, verflucht. Ja, ist aber Verschwendung hoch 10. So, fertig, Manni? Komm, einen da zum Warmwerden. Zum Warmwerden. Prost. Prost, Gewichtsreduzierung. Ich habe ihn vermisst. Ich weiß. Noch nicht ganz zufrieden mit dem Navi? Hm? Noch nicht ganz zufrieden? Nein, weil ich habe nur... Die Einstellungen passen noch nicht? Mhm. Erstmal. Ist ja immer. Warum soll das auf Andi funktionieren? Erstmal was essen. Ach so, ja, und du hast ja noch Radler mit. Ja. Hm. Nehmen wir mal eine, ne? Mhm. Außer wir haben siebende Schalke auf der Straße. Ja. Prost. Aber so kann es besser bleiben. Ja, das stimmt. Das stimmt. Könnte schlechter sein im Moment, ne? Mhm. Pause beendet. Ja, jetzt geht's weiter, wird auch Zeit. Ich habe echt einen toten Punkt gerade. Ehemaliger Bahnhof hier mitten auf dem Radweg. Aber jetzt sagt er hier links. Ja, schon sehr wenig Wasser, ne? Was ist das denn hier für ein Fluss? Keine Ahnung. Aber ist noch nicht die Wupper, ne? Nee. Ja, hier ist die Sperre. Auf der anderen Seite ist das Wasser noch relativ hoch.
Ja, hier ist zwar schon wieder ein bisschen mehr Wasser, aber... Also wirklich viel Wasser ist da nicht drin. Nee, da hat der trockene Sommer ganz schön Spuren hinterlassen, ne? Ja. Manni googelt gerade, welcher See oder Fluss das hier ist. Die Agger. Die Aggertalsperre ist das. Ja, das war aber der kleine Dinge, war nicht die Aggertalsperre, ne? Das war nur ein Becken, der wird von der Rengse gespeist. Aha. Deswegen heißt das, die erste Becken heißt Rengsebecken. Okay. Und das ist hier die Aggertalsperre. Okay. Wo ist die Aggertalsperre? Die kommt noch. Die kommt noch. Okay. Die Bärmauer, wir weiterfahren. Ja, das klingt doch schon mal gut. Ich bin mal gespannt, wie es dahinter aussieht. Trocken, ne? Also, wie gesagt, da geht noch so ein kleines Rinnsal ab. Auf Karte. Gucken wir mal, ob dann überhaupt noch ein Rinnsal abgeht. Ja. Ah, da ist der kleine Rinnsal, von dem du gesprochen hast, Manni. Ja, der ist auf der Karte noch nicht zu sehen. Ja, gucken wir, ob der dann noch weiterführt. Jetzt fängt es schon wieder an, ne? Oh ja. Oh Mann. Ich schalte schon mal hoch. Ja, jetzt kommt das steilste Stück der ganzen Tour. Ja, hier geht es ganz ordentlich hoch. Trotz Akku hochgeschaltet, muss man ganz schön kämpfen. Manni, wie viel Prozent Steigung? Manni hört nicht. Ja, es geht immer noch weiter hoch. Und es ist noch kein Ende zu sehen. Aber wo es rauf geht, wird es irgendwann auch wieder runtergehen. So, jetzt hat es wieder angefangen zu regnen oder zu schütten und wir haben uns hier mitten an der Hauptstraße unter den Bäumen in so einer Ecke untergestellt. Der, zum Glück ist die Straße nicht ganz so stark befahren. Ja, mal gucken, hoffen wir, dass er in ein paar Minuten aufhört. Ja. Blauer Himmel, komm weiter. Okay, wenn du das sagst. Auf geht's.
So, kurzer Zwischenstopp hier an der Brucher Talsperre. Die sieht man da vorne. Und ein kleiner zugehörigen See. Ja, Regen lässt schon wieder nach. Wird wohl gleich schon weitergehen. Wie lang ist der denn? Mal gucken. Steht hier nicht, steht wahrscheinlich diesmal an der anderen Seite, ne? Oh, guck mal, da oben sind Fledermausnester wahrscheinlich, ne? Wisst ihr? Aber ich würde sagen, der ist nicht lang. Nee, das glaube ich auch. Ja, jetzt hat's richtig angefangen und kommt noch richtig was runter. Ich habe mir noch so eine Müllsack-Regenjacke übergeschmissen, damit die andere Regenjacke nicht gleich durch ist. Ich habe überlegen gerade, ob dann mit dem Zelten heute eine gute Idee ist. Vielleicht schwenken wir kurzfristig um und suchen uns ein Hotel oder sowas. Ja, entscheiden wir mal gleich. Haben wir noch 30 Kilometer oder 40 Kilometer, glaub, bis wir eigentlich am Ziel sind. Wie das aussieht an den Dings. Bitte? Auf die Wetter-App, wie der Wetter. Wenn die ganze Nacht durchschüttet, ist das auch blöd. Ja, das stimmt. Ja, wir gucken mal. Wir warten mal noch ein bisschen ab, fahren noch mal 20 Kilometer und dann fällen wir eine Entscheidung. Na, ist leider zu. Ja, bei schönem Wetter kann man hier ganz bestimmt ganz toll sitzen. Ja, heute leider nicht. Gleis 1, dann fahren wir unser Gleis. Ja. Ha? Aber genau wie in Dortmund, der fährt auch nicht. Wieder ein Bahnsteig. Ja, wieder ein alter Bahnsteig, genau. Aber hier ist aber auch nichts, wo irgendwie nur mal halbwegs ein Dach drüber ist, ne? Ist ja ein Bahnhof, da muss man ja hören. So, wir haben endlich was gefunden, wo wir das unterstellen können. Hier neben dem Rewe-Markt in so einem kleinen Vordach. Ja, wir sind jetzt hier in. Wo sind wir jetzt, Manni? In Burg. Oder? Burg? Ja, in Burg und überlegen. Oh, da steht Hückes Wagen. Da steht Hückes Wagen. Das ist ein Schloss, das ist keine Burg. Ja, keine Ahnung. Wir sind jedenfalls jetzt hier irgendwo. Und hier hinter uns auf dem Berg ist eine Burg, die wir gerade überlegen, ob wir noch hochfahren oder auf uns halt sparen. Aber der Regen hat aufgehört. Ich denke. Wir fahren hoch, ne? Aber ich bin mir nicht sicher, das Schloss wird es sein. Wir fahren mal hoch, wir gucken uns dann mal an. Ach du Scheiße. Ich bin auf Turbo übrigens. Ja, auf jetzt. Ja, auf.
Schaffe ich nicht. Geht nicht. Immer geil. Ich war zu hoch in den Gängen. Ich war auf Turbo und kann trotzdem nicht. Ich hätte runterschalten müssen. Das Problem ist, wenn du runtergeschaltet hättest, aufhören zu treten, dann wäre es umgefallen. Ja, genau. Da hinten wird das sein. Ja. Okay. Ja, jetzt wissen wir es genau. Schloss Hückeswagen ist es. Jetzt wird es richtig lustig. Den gleichen Berg, den wir gerade raufgeschoben oder der Mann, der sich raufgequält hat, müssen wir jetzt wieder runter. Ja, das wird lustig. Ja, die Bremsen sind ein bisschen nass geworden, deswegen quietschen die so. Meter. Ja, das läuft ja. So, jetzt sind wir 1,5 Kilometer vor dem Campingplatz. Und jetzt ist hier eine riesige Baustelle, weil die Brücke neu gebaut wird. Und die Wupper ist dazwischen. Ja, wir müssen da oben auf die Straße. Ja, durch die Wupper kommt man nicht durch. Ja, klasse. Manni sagt gerade, sein Navi hat gesagt, wir müssten hier hoch und dann oben über diesen Berg schieben. Dann kommen wir auf die andere Seite. Naja, ich glaube ja eher, dass der Pfeil in die Richtung zeigt, aber... Ja, da kannst du auch außenrum fahren, Michael. Wir versuchen mal die Schiebestrecke. Ich würde dir helfen, aber ich muss dir die Kamera halten. Danke. Der war auf jeden Fall schon richtig. Ja, meiner sagt jetzt noch 970 Meter. Theoretisch könnte man hier versuchen zu fahren, ne? Jetzt kommt wieder so eine Schiebeschrecke runter. Aber nicht ganz so schlimm. Das ist so eine Fahrradtour nach unserem Geschmack, oder? So, wir sind in Solingen am Campingplatz angekommen, haben jetzt schnell die Zelte aufgebaut, es hat nämlich schon wieder geschüttet.
Ja, Hotel hat nicht geklappt, die hatten kein Zimmer mehr frei. Und jetzt haben wir hier direkt an der Wupper einen Campingplatz. Ja, jetzt bei Sonne sieht das Ganze schon hier ein bisschen freundlicher aus. Dann ist das hier auch an der Wupper ein bisschen schöner. Ja, Zelte wollten wir eigentlich jetzt so einen Weg aufbauen. Manni hat leider falsch rum sein Zelt hingestellt. Ich hab eigentlich gedacht, wäre richtig rum gewesen. Okay. Hat auch nichts gesagt. So, jetzt gehen wir erstmal hier zum Platz. Da ist heute Oktoberfest und werden da noch ein Bierchen trinken. Ich hol schon mal zwei Bier. Was hältst du davon? Ja. Ich glaube, da vorne mit drin. So, wir kommen jetzt zum Oktoberfest, haben noch zwei Bier getrunken und jetzt werden wir erstmal was essen. So, Mann, die Suppe sieht, oder was hast du, gar nicht keine Suppe, du hast Spaghetti, nee, Nudeln Bolognese, ne? Nudeln Bolognese, ja. Die kochen schon und brutzeln, da riecht man schon über den ganzen Platz hier. Ja. Ja, ich habe mein Pott hier erstmal draufgestellt, solange die Kohlen anfangen weiß zu werden, habe ich gedacht, kann man die Wärme schon mal nutzen. Und dann werden wir gleich die Würstchen jetzt gleich auf den Grill schmeißen. Da haben wir, glaube ich, gleich kein Glück. Da hinten sieht es arg dunkel aus. Das löst sich dahinter aber auch, ist nicht viel. Ha, meinst du? Ist nicht so wie gerade. Die Nudeln blubbern schon ganz ordentlich. Die brauchen noch 2-3 Minuten. Die Würstchen werden langsam braun. Und Manni ist schon am Spachteln. Das sieht aber schon gut aus. Aber die Nudeln sind noch nicht weich. Sollen wir die Würstchen drehen? Zange. Die Würstchen drehen. Oh. Oh, die ist schon mal gut. Die ist schon mal meine. Manni, deine. Ja. So. Würstchen fast weg. Die Nudeln fast auf. Der Regen ist vorbeigezogen, wie man da vorne sieht. Oktoberfest läuft noch. Ja, das, apropos Oktoberfest. Ja. Prost. Oh, Abendrot, ne? Ja. Sollten wir Glück haben für morgen? Ich kann ja nicht gucken. Nee, wir lassen uns überraschen. Wir sind hier nämlich im Tal der Ahnungslosen und wir haben hier überhaupt keine Internetverbindung auf dem Handy. Ja. Wir können also weder die Strecke anpassen, noch können wir gucken, wie das Wetter morgen ist. Ja, noch irgendwie surfen oder irgendjemandem schreiben. Ja, lasst uns einfach überraschen, was morgen alles auf dem Handy erscheint und wo wir morgen herfahren. Ja, ja, insgesamt war es heute relativ schöner Weg, schönes Panorama, schlechtes Wetter. Ja. Ja, aber war aber lustig, auch hier auf dem Platz, ein paar lustige Leute kennengelernt. Ja, ein paar Bier getrunken, ist gut gegessen. Ja, der Abend wird, glaube ich, heute nicht allzu lang werden. Wir werden jetzt gleich noch die Sachen spülen. Und ich denke mal, kurz nach 9 wird der Abend schon für uns gelaufen sein, oder? Wir sind ja schon seit 5 Uhr unterwegs. Oder seit da fehlt ein bisschen Schlaf. Da müssen ein bisschen Schlaf nachholen. Und dann, wenn ich in den Schlafsack setze, ist das schön warm und mollig. Das denke ich auch, ja. Und dann wird es ruckzuck, werden wir dann einpennen. Du kannst aber nichts im Internet gucken, weil du nichts gucken kannst. Ja, wir melden uns morgen wieder. Gute Nacht, bis morgen.